Jetzt wollen wir unseren Teamsong vorsingen. Spitzbuben sind mit den Raketen unterwegs zu dem Planeten. Sie treffen einen Astronaut und der ist sehr viel Sauerkraut. Im Raumschiff fällt die Schwerkraft sehr, drum fliegt er aufs Haus hin und her. Die Spitzbuben sind mit den Raketen unterwegs zu dem Planeten. Leise durch das All, doch plötzlich hören sie einen Knall. Sie sehen weit und breit kein Licht, der Nebel legt sich, ist er nicht. Die Spaceballs sind mit den Raketen unterwegs zu dem Planeten. Sie sehen eine Sternschnuppe und wünschen sich eine schlange Lupe. Am Ende landen sie am Mars und haben dort auch sehr viel Spaß. Die Spaceballs sind mit den Raketen unterwegs zu dem Planeten. Au! Eine Reise ins Weltall. Eines Tages bereiteten sich drei Wölfe namens Lena, Olivia und Elif vor, um die Planeten zu sehen. Sie mussten am Laufband trainieren, um im Weltall zu überleben. Sie mussten in der Schwerelosigkeit sich zu bewegen lernen. Sie waren jetzt bereit und stiegen in die Rakete ein. Es war Zeit zu starten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und sie flogen mit der Rakete hoch. Nach ein paar Tagen sahen sie einen Planeten und flogen vorbei. Nach ein paar Monaten landen sie am Planeten LLY-6 und stiegen aus der Rakete aus. Er war grün, schmutzig und stank. Auf dem Planeten sahen die drei Wölfe ein Wesen mit drei Augen. Nun erkannten sie, dass das Aliens waren und bekamen Angst. Die Aliens hatten zwei Köpfe und brachten die Wölfe zum König Lollipop. Der König sagte: Halalalala. Und die Wölfe fragten: Was? Der König sagte: Ich singe halalalala. Und die Wölfe fragten: Dürfen wir mitsingen? Der König antwortete: Ja, halalalala. Und nachdem sie mit dem Sing fertig waren, gingen sie schlafen. Am nächsten Morgen weckten die Aliens die drei Wölfe auf, um sie zum Frühstück zu holen. Es gab Rindfleisch, Gummiaugen und Blut zu essen. Das ist das Lieblingsessen der Aliens. Die Wölfe wollten nur Gummiaugen essen, weil ihnen nur das schmeckte. Nach einer Weile verabschiedeten sie sich und flogen zu einem anderen Planeten. Sie flogen zum Planeten Muhu. Er war schön und bunt. Dort lebten große blaue Ameisen. Sie kamen zu Lena, Olivia und Eli und die drei Wölfe hatten Angst. Eine Ameise fragte: Was wollt ihr auf unserem Planeten? Lena antwortete: Wir wollen den Planet erforschen. Die Ameisen aber waren gemein und sagten: Geht weg von unserem Planeten, sonst sperren wir euch in unseren Kerker ein. Schnell flohen die drei Wölfe. Sie kamen nach 5 Tagen zu einem Planeten, der Regen hieß. Als die drei Wölfe aufstiegen, sahen sie nur Regen und traurige Geister. Olivia fragte: Was ist passiert? Die Geister sagten: Unsere Freundin ist gestorben, deswegen ist jeder traurig. Deshalb regnet es nur mehr. Lena fragte: Dürfen wir uns umsehen? Die Geister antworteten: Ja, aber passt auf, hier gibt es Löcher, die einen Meter tief sind. Eli fragte: Warum gibt es diese Löcher? Weil wir Diebe sind. Wir wünschen uns, dass die Diebe weg sind. Die Wölfe riefen: Wir können euch helfen. Ein Geist sagte: Darüber würden wir uns freuen. Am nächsten
Am nächsten Morgen holten die Wölfe Seile, einen Sessel und Tigso. So fingen sie in der nächsten Nacht die Diebe und schickten sie ins Weltall. Ab jetzt hieß der Planet Glücklicher Planet. Dann verabschiedeten sich die Wölfe und flogen weiter. Sie kamen zu einem blauen Planeten. Dort lebte scheinbar niemand. Die drei Wölfe bauten ein Hauptquartier und erforschten den Planeten. Er hatte eine Lufthülle. So konnten die Wölfe die Helme herunternehmen. Und dann entdeckten sie kleine Hunde. Die sagten traurig: Unsere Mutter ist gestorben, als wir Babys waren. Die Wölfe hatten Mitleid und gaben den Hunden im Hauptquartier ein Zuhause. Lena, Olivia und Eli blieben einen Monat auf dem Planeten, richteten das Hauptquartier ein und lernten den Hunden alles, was sie zum Leben brauchten. Dann flogen sie zurück zur Erde. Magie im Weltall! Lisa, die kleine Wölfin, hatte einen Traum. Sie wollte eine Space-Wölfin werden. Nach dem Essen ging sie immer hinaus und schaute zu den Sternen. Diese Wölfin guckte immer auf die Sterne. Sie jaulte zu den Sternen. Au! Das hieß: Ich will eine Astronautin werden. Eine Space-Wolf namens Leon vom Planeten LRY-6 konnte Lisa hören, weil er ein super Gehör wie Superman hatte. Leon sendete Ultraschallwellen. Komm her auf den Planet LLY-6. Es gab in ihrer Stadt eine Zauberin namens Olivia. Lisa ging zu dieser Zauberin und fragte sie: Wie kann ich eine Space-Wölfin werden? Die Zauberin antwortete: Ich mache dir einen magischen Apfel. Dafür musst du mir, wenn du im Weltall bist, den magischen Stern bringen. Lisa fragte: Wann bekomme ich diesen magischen Apfel? Die Zauberin antwortete: Morgen um 12.50 Uhr sollst du kommen, um den magischen Apfel abzuholen. 24 Stunden später ging Lisa zu der Zauberin und fragte: Wo ist der magische Apfel? Die Zauberin antwortete: Es ist schon fertig, ich bringe ihn dir. Die Zauberin ging in ihr Zimmer und holte den magischen Apfel. Danach sagte sie zu Lisa: Du musst diesen Apfel essen und in der Früh, wenn du aufstehst, wirst du eine Space Wolfin werden. Lisa ging nach Hause und aß den Apfel. Danach baute sie eine Rakete. Aus Tagen wurden Wochen und aus Wochen wurden Monate. Als sie fertig war, fragte Leon vom Planeten LLY mit Ultraschallwellen. Au! Das bedeutete: Bist du fertig? Die Wölfin Lisa antwortete: Au! Und das hieß: Ja, ich komme sofort. Sie startete die Rakete und flog zum Planeten LLY 6. Der Planet hatte die Farben Silber, Gold und Weiß. Lisa sah viele Space Wolves und Leon sagte: Au! Das bedeutete: Da bist du ja endlich. Alle Space Wolves kamen zu ihr und sangen: Au! Au! Die Space Wolves sind mit den Raketen unterwegs zu dem Planeten. Ihr Traum wurde endlich wahr. Sie wurde eine Space Wolfin. Leon und sein Freund Lukas flogen zu einem neuen Planeten und sahen, wie schön er strahlte. Die beiden flogen zurück zu Lisa und sagten: Wir haben einen neuen Planet entdeckt. Lisa freute sich: Ja, wisst ihr aber noch, wo er ist? Lukas sagte: Ja, wir wissen noch den Weg. Lisa sagte: Toll, könnt ihr mich dorthin bringen? Leon antwortete: Ja, können wir. Sie begleiteten Lisa bis zu dem neuen Planeten. Die drei Wölfe flogen rundherum um den Planeten. Plötzlich stand ein Name auf dem Planeten X-7. Lisa sagte: Wow, der Planet hat einen wunderschönen Namen. Auf einmal entdeckte die Wölfin den magischen Stern, den sich die Zauberin wünschte. Schnell nahm sie den Stern und sagte zu Leon und Lukas: Ich muss wieder zurück zur Erde fliegen. Leon und Lukas meinten: Wir können vielleicht mitfliegen. Lisa freute sich und sagte: Kommt, fliegen wir zusammen los. Sie flogen zur Erde und feierten.
weil Lisa das erste Mal im Weltall gewesen war. Die unfreundliche Kreatur. Ein paar Spezies wollten ins All fliegen. Sie hießen Carlos, Josef, Christian und Kilian. Carlos konnte 100 Tonnen tragen, weil er sehr stark war. Josef war der Größte. Christian und Kilian waren Zwillinge und konnten sehr schnell rennen. Es dauerte ein paar Jahre, bis sie mit der Rakete so weit waren, weil keiner von ihnen war schlau genug. Aber der Kapitän kam und half mit. Ein Mitarbeiter kam rein und gab ihnen Treibstoff. Er hieß Nico und war der Freund vom Kapitän. Er sagte, ich habe euch unendlich Treibstoff gegeben. Christian und Kilian fragten, woher hast du unendlich Treibstoff gefunden? Nico antwortete, ich habe es bei einer unheimlichen Klippe gefunden. Die Space Force und der Kapitän freuten sich. Schnell füllten sie den Treibstoff ein. Sie wollten den Planeten Holzwasser erforschen. Sie flogen sehr schnell mit der Rakete. Nach ein paar Stunden hatten die Space Wolves und der Kapitän Hunger. Der Kapitän holte aus dem Kühlschrank Eis zum Essen. Sie sprachen über den Planeten Holzwasser. Dort gibt es viel Holz, Bananen und Wasser. Deshalb hieß der Planet so. Auch Schwerkraft gibt es dort. Als sie ankamen, sahen sie eine gelbe Kreatur. Die Space Wolves verfolgten sie. Leonardo, so hieß die Kreatur, hatte bemerkt, dass sie verfolgt wird. Als Leonardo stoppte, fragte er, wer seid ihr? Wir sind die Space Wolves. Wir wollen den Planeten erforschen. Leonardo fing die Space Wolves und sperrte sie in eine Zelle. Er sagte, ihr seid in eine Falle getappt. Die Space Wolves waren zum Glück mutiger als die gelbe Kreatur und hatten eine Idee, wie sie Leonardo ablenken und verschwinden könnten. Drei lenkten ihn ab und der starke Carlos buddelte ein Loch. Nach ein paar Minuten hatte er das Loch fertig gebuddelt, weil der Boden aus Bananen war. Dann versteckten sich die Wölfe im Loch. Leonardo sah die Wölfe nicht öffnete die Türe. Schnell krochen alle raus und rannten zum Raumschiff. Leonardo rannte aber schneller und stellte sich vor die vier. Carlos schrie, wenn du nicht sofort weggehst, dann hau ich dich. Leonardo antwortete, okay, aber ihr dürft meinen Planeten nie wieder betreten. Die Space Wolves stiegen ein und flogen los. Der Kapitän wollte aber von der Kreatur ein Bild haben. Carlos sagte, das geht nicht, es wäre zu gefährlich. Und so flogen die Space Wolves zurück zur Erde. Als Carlos aufwachte, merkte er, dass alles nur ein Traum war. Mit Parsi unterwegs zum Mars. Eines Tages wollten die Space Wolves namens Lisa, Melissa und Max ins Weltall fliegen. Sie wollten Fotos vom fremden Planeten machen. Zuerst machten sie sich bereit. Die drei Wölfe holten ihren Rucksack und packten ihr Jause und Anzug. Dann ging es schon los. Sie hatten etwas Angst, aber sie machten es trotzdem, weil sie wollten, dass alle Menschen gesund bleiben. Deswegen flogen die Wölfe los, um den Menschen zu helfen. Als erstes flog Luisa zum Mars. Unterwegs zum Mars trifft sie Paxi. Paxi hilft Luisa. Sie hatten Hunger und aßen ihr Essen. Als sie fertig waren, putzten sie ihre Zähne und gingen schlafen. Dann kamen sie schon wieder auf der Erde an und die Leute klatschten laut. Sie gingen zu ihren Freunden und erzählten ihnen, wie schön es dort war. Und zeigten die Fotos und die Videos, wie die Erde aus der Ferne ausgeschaut hat. Sie waren so froh, dass ihre Freunde da waren, aber sagten, nächstes Mal fliegt ihr mit. Abenteuer in der Alienstadt.
Es waren einmal drei Space Wolves. Sie hießen Chabo, Rusak und Amir. Sie hatten eine Mission von ihrem Chef Max bekommen und sollten einen neuen Planeten erforschen. Alle drei waren fröhlich, als sie ins Weltall geschossen wurden. Amir und Rusak hatten Nahrung mit. Sie flogen Richtung Mars und die Rakete stürzte auf einmal auf einen Planeten ab, der nie erkundet wurde. Als sie aufsteigen wollten, erinnerten sie sich, dass sie den Planeten 12 Hattrick erforschen wollten. Amir, der Dummkopf, hatte vergessen, die Rakete sehr schnell zu machen. Nach dem Start drehte die Rakete um und landete wieder. Jabu beseerte den Fehler aus und die drei Wölfe hoben wieder ab. Nun wollten sie den Planeten erkundigen. Sie flogen weit ins Weltall. Es war still, alle drei Space Wolves waren sehr neugierig. Auf den neuen Planeten auf einmal kam ein Meteorit und sie schafften es gerade noch auszuweichen. Aber die Rakete war so schnell, dass ihnen schlecht wurde. Sie gingen aufs Klo und kotzten. Sie hatten den Autopilot eingeschaltet. Deswegen konnte die Rakete alleine fliegen. Sie schafften es bis zum Planeten Zulfatrick. Dort war es nicht kalt und auch nicht warm. Aber sie wurden von etwas abgelenkt. Und das waren Aliens. Statt sich zu erkundigen, liefen die drei Space Wolves hinter den Aliens her. Die Aliens stiegen in ihr Raumschiff und flogen davon. Die drei Space Wolves waren enttäuscht, aber sie stiegen in ein Raumfahrzeug, das die Aliens vergessen hatten. In dem Fahrzeug war alles sehr bequem und bald drückte der neue Krieger Amir einen Knopf und da passierte es. Das Auto fuhr sehr schnell und ihre Gesichter waren geschockt. Dann klickte Amir noch einen Knopf und das Auto blieb stehen und war plötzlich verschwunden. Sie liefen zur Rakete und flogen zur Weltallstation. Sie blieben ein paar Tage dort, um sich auszuruhen. Aber dann bekamen sie eine Nachricht von Max. Max schrieb, ihr müsst eine Mission in unserer Milchstraße erfüllen. Als erstes müsst ihr hineinfliegen, dann sucht neue Planeten. Weil die anderen Planeten schon von anderen Männern erforscht wurden und den Planeten, auf den ihr gestürzt seid, hat auch schon jemand erforscht. Am nächsten Tag flogen sie zur Milchstraße. Sie gingen in das Schwarze Loch. Da gab es die Erde, in einer Zeit, die es nicht gegeben hatte. Sie flogen ein bisschen weiter und da sahen sie 10 Raumschiffe. Sie sahen auch das Raumschiff, das sie am Planeten 12 Hedwig gesehen hatten.